Wir haben Mirjam Kasslunger hier, die ist in der gesetzten Gruppe, wozu wir erstmal gratulieren. Ist ja auch schon mal was, oder? Mit den besten Rodlerinnen der Welt zusammenzufahren. Danke, ja, auf jeden Fall. In Igls war ich schon drin und leider in Winterberg wieder draußen, aber durchs Ergebnis in Winterberg jetzt wieder den sicheren Platz im Weltcup. Du beobachtest trotzdem den Nationencup, was hast du denn bisher mitnehmen können? Ja, ich schaue mir doch gerne den Nationencup an. Es fahren auch zwei Mädels aus meinem Team und man kann sich doch ein bisschen die Linien noch anschauen und schauen, wie die Bahn heute benannt ist, weil wir mehr gesetzten Training am Nachmittag und dann weiß man schon ein bisschen, was auf einen zukommt. Wie sieht die Bahn aus? Ist es noch mal ein bisschen schneller geworden im Vergleich zum Training? Ja, ich glaube, wir haben gestern ganz eine gute Einheit gehabt. Die Birgit ist jetzt 2/3 Zehntel schneller gefahren als gestern im Training. Ich sage, die Bahn ist tiptop benannt, wie immer in Altenberg und dann sollte es hinhauen am Wochenende. Du bist ja olympische Jugendsiegerin, die allererste gewesen in Innsbruck. Jetzt wird geplant, bei den nächsten Spielen Damen-Doppelsitzer zu machen. Wäre das was auch für dich? Ja, genau, ich habe schon gehört, 2020 eben bei den Jugendspielen Damen-Doppel. Oh, gute Frage. Wenn, dann müsste die, glaube ich, Oberfrau oder wie man das dann nennt sein, weil so viel Vertrauen in jemand anderen zu setzen, glaube ich, da würde ich mich schwer tun, nachdem man jahrelang selber schon das Steuer in der Hand gehabt hat. Alles klar, viel Glück für den Weltcup. Danke.